Hey Freunde, herzlich willkommen zu Folge 15 von Wir spielen Comedy of Heroes. Jetzt geht's gleich richtig rund, Freunde. Es freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank. Und ja, die Aktion ist gestartet. Ich gehe in Stellung. Ich sollte mich in Bewegung setzen. Die sind ja alle soweit verbarrikadiert. Habe ich rausgeklickt? Ich weiß nicht. Es ist gerade eine Frequenz. Die Deutschen rücken an. Scheiße, ich muss meine Pius noch zurückziehen. Anspannung steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Erste Gruppe in Position. Was sehen Sie? Truppenbewegung drüben am Stadtrand. Panzerabwehrtrupp in Position. Da kommen Sie. Bringt mir endlich Munition! Die Schlacht beginnt, Freunde. Die Schlacht geht los. Da seht ihr schon, Panzer ohne Ende gibt's bei der Mission. So, ab mit euch. Weg mit euch, Freunde. Gehen wir, meine Damen. Zeigen wir diesen Bastarden, aus welchem Holz Ranger geschnitzt sind. Also unsere Verteidigungsanlagen stehen soweit. Pioniere, hier spielt die Musik. Legt da drüben ein paar Minen. Ich muss nur in Ruhe ziehen. Ich jage allein. Die Crowd sind hier! Bin echt gespannt, ob wir es schaffen... die auszuschalten, so viele. Hier, Scharfschütze! Ich stecke in Schwierigkeiten! Versuche zu schießen! Versuche zu schießen! Also 250 Kills, das ist... Versuche zu schießen! Ist schon eine Menge. Versuche zu schießen! Das muss man definitiv festhalten an dieser Stelle. Ich gehe! Versuche zu schießen! Aber ich versuche hier mit den Scharfschützen viel rauszuholen. Und das sieht bis jetzt eigentlich ganz gut aus, soweit. So, wir haben jetzt hier auch die... Deswegen können wir jetzt hier auch erstmal unterstützen. Weil wir haben hier Augen und die Artillerie ist hier auch am Start. Kann ich die automatisch schießen lassen? Geht es gut? Da muss ich nicht die ganze Zeit klicken. Das wird auf jeden Fall sehr gut, Freunde. Ach, das kostet uns Munition. Verdammt ich. Haut ab, Scharfschützen, ihr seid zu wertvoll. Jawohl! Da rennt sie ordentlich rein, Freunde, da rennt sie richtig fett rein. Oh, verdammt, ich. Ein Munitionspunkt weniger, den wir halten. Egal, das sind nur. Sind nicht die wichtigen Munitionspunkte. So, ja. Können wir noch was bauen? Dann nehmen wir nämlich noch die Pack nach vorne. Die Jungs verlassen sich auf uns. Falls wir uns zurückziehen müssen. Was durchaus passieren kann. Moment. Ihr sichert einfach das Rathaus hier. Sichert das Gebäude. Oder können wir hier noch... Wir brauchen hier
eine MG-Stellung. Die MG-Stellung kosten Arbeitskraft, keine Munition, das ist sehr gut. Jagen wir ihnen ein wenig Angst. Wir haben Verluste. Sie greifen eine feindliche Einheit aus der Luft und wollen sie erobern. Ranger, das Ziel wurde ausgeschaltet. So. Auf jeden Fall, wir haben schon mal einige rausgenommen. Wir haben 54 schon mal rausgenommen aus dem Spiel. Hier sind noch Minen. Also wir haben hier auch eigentlich gut vermint. Die Deutschen werden vielleicht Augen. Unsere Hauptstellung wurde noch nicht angegriffen. Wir müssen 11 Minuten durchhalten, Freunde. 11 Minuten, seht ihr? Hier. 11 Minuten noch. Und wir brauchen Munition. Wir haben nur noch unsere Munitionsstellung hier jetzt. Das ist einmal 5, 16 und die Standardmuni, die wir bekommen. Stellt sicher, dass die Crowds nicht über die Brücken kommen! So, wo sind denn meine Scharfschützen? Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sabotage! Deutscher Durchbruch entlang der östlichen Brücke! Die Crowds belegen unsere Stellung mit Feuer! So, ich schicke die jetzt in die Gebäude hier, dass sie da unsere Jungs unterstützen. So, ist doch alles gut. Hier ist doch alles ruhig, Freunde. Jawohl, da ist eine Mine hochgegangen. Wir können kommen mit ihren Fahrzeugen. Da liegen Minen. Und unsere MGs nehmen die ordentlich in die Zange. Richtig gut. Die MGs lohnt sich auf jeden Fall. Wir machen jetzt hier schon Stellungen, in die wir zurückfallen können. Falls es knapp wird. Aber ich glaube, wir sind wirklich ganz gut aufgestellt hier. Die haben wenig zu lachen. Wenig bis gar nichts zu lachen. Rathaus in Schussweite. Artillerieschlag wird eingeleitet. Ruf die Artillerie. Shit. Artilleriesalve. Die Deutschen werden vielleicht auch gemacht. Das war zu kurz. Shit, shit, shit. Obwohl. In Bewegung. Bereit. Oh, nicht gut, Freunde, nicht gut. Ja, es wird Zeit, dass wir den Deutschen eine Lektion erteilen. Wir brauchen hier eine MG-Stellung. Das war unsere rechte Brücke. Hatten die immer Artillerie? Raus, beeilt euch gefällig! Revier bereit, Airborne Ranger! Das ist eine berechtigte Frage, denke ich. Und verlagere die Stellung. Hier wird's zu heiß. Und abrücken! Stehen unter Beschuss! Es wird Zeit, dass wir den Deutschen eine Lektion erteilen. Verstanden. Verdammt! So, zurückfallen lassen, zurückfallen lassen. Hier haben wir noch einen Scharfschütze drin. So, hier Artillerieschlag. Hier Aufklärer. Freunde, das sieht gar nicht mal so gut aus, ne? Stehen unter Beschuss. Macht sie fertig. Los! Nimm die auseinander mit deinem MG. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Es wird Zeit, wir haben eine feindliche Einheit ausgeschaltet. Hier Pioniere, wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Ich will die Minen, wir sind fertig. Miteinander verlegt haben, dass sie beim geringsten. Also, das ist echt gerade nicht so praktisch, ne? Denkt daran, dass ihr die Gegend im Auge behaltet. Ich meine, unsere vorgelagerten Stellungen. Wir müssen die Kirche verteidigen. Das wird jetzt auch unsere Zielsetzung. Ihr zieht euch auch zurück.
soll sich alles zurückziehen, was irgendwie sich zurückziehen kann. Gut. Jungs, 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 das wird eine harte Nummer. Ich hab's euch gesagt. Ja, Motorschaden aber. Fuck, aber da sind keine Minen mehr. Strengt euch gefälligst an! Fahrt los mit dem Ding! Wir brauchen mehr Panzerabwehr. Feindliche Einheit zuhört, Leute! Pioniertrupp bereit! Oh je, kommt schon! Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwarten! Die Augen in meiner Schnappt euch die Pack! Schnappt euch die Ranger! Wir werden ein bisschen offensiv verteidigen. Gott, 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 das wird richtig hart. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Die Aufgabe hat sich echt gewaschen und wir sind wieder drüber, Freunde. Wir sind wieder drüber. 5 Minuten müssen wir noch aushalten. 5 Minuten. Das schaffen wir. In der nächsten Folge geht's weiter. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Also es tut mir leid, wenn ich gerade echt vertieft bin, aber das hat's wirklich, wirklich in sich. Ich versuche das so gut wie möglich zu lösen. Ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt. Bis zur nächsten Folge. Ja, oder rein. Ciao, ciao.